Hey Mann, was geht ab? Heute habe ich für dich drei einfache Motivationsmethoden, die garantiert funktionieren. Und wenn du wissen willst, welche das sind und warum die so gut funktionieren, dann bleib dran. Okay, bevor wir erst einmal jetzt anfangen mit den drei Motivationsmethoden, möchte ich dir nochmal einen Trick mitgeben, der mir sehr, sehr viel gebracht hat. Nämlich der Trick, dass du, wenn du gerade vielleicht keinen guten Tag hast, aber trotzdem deine Sachen erledigen möchtest, aber irgendwie kriegst du es nicht hin, dich aufzuraffen, dann ist eine Sache, die du wirklich machen kannst, einfach mal aufzuschreiben, was sind die ganzen Sachen, die du gerne machen würdest heute. Und es reicht schon, wenn das eine Liste ist von 2 bis 5 Sachen. Also musst nicht 10 Sachen aufschreiben. Und dann nimmst du dir einfach die leichteste Sache, die am wenigsten Aufwand macht, und fängst damit an. Und was du dann machst, ist das, was ich auch in den letzten Videos auch hier und da mal erwähnt hatte, nämlich du primest. Und Priming bedeutet, dass du dafür sorgst, dass wenn du das nächste Mal in einer brenzligen Situation bist, du zurückdenkst, oh ja, okay, gut, da habe ich es so gemacht, dann werde ich es jetzt wieder richtig machen. Und das eben nicht nur für nächste Woche, sondern auch für in 5 Minuten. Denn wenn du die Sache erledigt hast, du kennst es ja selbst, Anfangen ist das Schwerste, dann wirst du erst einmal ein bisschen Schwung aufgebaut haben und die nächste Sache angehen können. Und das ist eben auch Priming. Kommen wir jetzt aber eben zu diesen drei Motivationstechniken, die richtig gut funktionieren. Betrachte jede Handlung nicht nur als Priming für jetzt, sondern auch als Priming für den Rest deines Lebens, für alle anderen Handlungen. Das ist nämlich Punkt Nummer 1. Wenn du mal überlegst, du primest ja nicht nur für nächste Woche, sondern du primest wirklich für jede einzelne Situation, für den Rest deines Lebens. Wenn du also sagst, boah, ich könnte jetzt nicht zum Sport gehen, ich könnte aber auch zum Sport gehen, und dich dann entscheiden musst, dann ist die Frage nicht mehr, gehe ich jetzt zum Sport, sondern möchte ich mich darauf trainieren, für den Rest meines Lebens nicht zum Sport zu gehen. Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann solltest du jetzt besser ganz schnell zum Sport gehen. Und das kann etwas sein, was so ein schwankendes Ja, Nein noch sehr schnell zum Ja wenden kann. Und das ist dann, was dafür sorgt, dass du relativ schnell diese Motivation einkicken lässt, die du haben möchtest, um wirklich Vollgas zu geben. Und das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, dass du einfach mal anfängst mit der einfachsten Sache, die in diesem Prozess ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel daran denkst, ins Gym zu gehen, dann würdest du normalerweise sagen, boah, jetzt muss ich hier die Sportklamotten anziehen, Schuhe, dann muss ich irgendwie los, irgendwie ins Gym fahren, dann muss ich im Gym noch meine Sachen in den Schrank, dann muss ich die erste Übung, dann muss ich die zweite Übung und all das machen. Und was dann passiert ist, dass du sagst, das ist mir jetzt zu viel, und du lässt es. Stattdessen ein kleiner Tipp, den ich damals mal bei Kai aufgeschnappt hatte, Kai Porten, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, das ist, dass du einfach sagst, ho, gut, ich fange jetzt einfach mal nur damit an, dass ich mir die Schuhe anziehe, und sonst mache ich gar nichts, nur die Schuhe anziehen. Und dann ziehst du dir die Schuhe an und merkst so, na gut, jetzt habe ich eh schon die Schuhe an, dann kann ich auch einfach mal nur losgehen. Und dann gehst du nur los. Und der Trick ist also eben hier nicht das Gesamte, den gesamten Prozess zu sehen, der so schwer wiegt, weil da so viel ist, sondern wirklich nur den ersten Schritt. Und nach dem ersten Schritt den zweiten. Und dann den dritten. Und das sorgt dafür, wenn du einen nach dem anderen, also immer nur den nächsten Schritt siehst, dann siehst du niemals viel Arbeit, sondern immer nur einen kleinen Schritt. Und das hilft dir, wirklich anzufangen. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 3, der auch einer meiner generell liebsten Tipps ist, wenn es darum geht, Dinge zu erledigen. Nämlich, mach dir nicht einen Termin mit dir selbst, wie du zum Beispiel sagen würdest, morgen Abend mache ich das, sondern mach dir einen Termin mit jemand anderem. Denn ein Termin mit dir selbst ist etwas, das kannst du verschieben, da bist du niemandem Rechenschaft schuldig und es ist egal, ja komm, nächste Woche machen wir das. Aber wenn du einen Termin mit jemand anderem machst, dann wird die Hürde, das zu verschieben, viel größer werden. Und wenn der erst einmal da ist, dann werdet ihr euch gegenseitig dazu bringen, anzufangen. Denn er wird natürlich von dir verlangen, dass du anfängst. Du wirst natürlich von ihm verlangen, dass er anfängt. Also werdet ihr beide was machen. Und ihr werdet natürlich auch selber nicht vor dem anderen doof dastehen wollen. Das heißt, du wirst natürlich auch sagen, so, ja gut, bevor er jetzt irgendwie sieht, dass ich faul bin, werde ich dann vielleicht doch lieber machen. Und genau da liegt eben auch der Hase begraben. Sagt man das so? Das heißt nämlich, dass du konkret einfach dadurch, dass du einen Termin ausmachst, erstens wird das ein Termin, der unausweichlich wird. Trag dir das in deinen Kalender ein. Und zweitens, du wirst in dem Moment, wo du da bist, dadurch allein, dass eine andere Person da ist, schon wesentlich motivierter sein, etwas zu machen. Das war es auf jeden Fall erstmal für heute. Und wenn du sagst, du möchtest gerne unfassbar viele coole Bücher von mir bekommen, du möchtest gerne wissen, wie du deine Erfolge innerhalb weniger Zeit erreichen kannst, und du möchtest gerne wissen, wie du es schaffst, dich in ein Umfeld zu begeben, das wirklich erfolgreiche Menschen beinhaltet, dann freue ich mich darauf, dich im Mentoring zu sehen, und dafür klickst du einfach auf den ersten Link in der Infobox. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall erst einmal viel Spaß, alles Gute, viel Erfolg auf deinem Weg, und bis bald. Ciao.